Die Preise für Wohneigentum in Ostdeutschland sind gesunken. Das zeigt auch der DAIX, der Deutsche Eigentumsimmobilienindex. Der gibt über die Wertentwicklung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen Auskunft. Lag der DAIX 1995 bei 100, ist er bis 2004 auf 83 Punkte gefallen. Gute Zeiten also für Käufer. Die Eigentumsquote stieg daher von 24% 1994 auf 32% im Jahr 2002. Dagegen ist es für Mieter teurer geworden. Zahlten sie 1994 noch 3,55 Euro pro Quadratmeter, waren es 2002 schon 5,42 Euro. Eine Steigerung um 34,5%. Also vergleichsweise günstige Immobilienpreise, niedrige Zinsen, die Nachfrage zieht in unserer Region wieder an. Bessere Zeiten auch für Makler, die ja Verkäufer und Käufer zusammenbringen. Und für diesen Service kassieren sie Provision und die ist wiederum abhängig vom Kaufpreis. Aber eine Lizenz zum Gelddrucken sei das Maklergeschäft nicht, sagt zumindest ein seriöser Vertreter der Gilde, und der wird uns auch zeigen, was er seinen Vertragspartnern so an Mühe abnehmen kann. Doch, er macht es eigentlich sehr schön. Ich würde das immer wieder sagen, dass eigentlich ein Makler sehr gut ist, wenn man so ein großes Haus verkaufen möchte. Der Beruf des Maklers hat sich erheblich gewandelt, weil einfach der Konkurrenzkampf da größer ist, die Nachfrage der Kunden, die Qualität in der Nachfrage wesentlich mehr gewachsen ist und Makler heutzutage sich auch ständig fortbilden muss. Naja, ich denke, dass der Makler vielleicht auch im Kaufpreis einen guten Preis heraushandelt. Wenn er sich also auf die Seite des einen oder des anderen schlägt, dann ist es ein schlechter Makler. Sie haben heute in der Berliner Morgenpost ein Grundstück in Tegel angeboten mit 700 Quadratmeter und einem Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern. Ich habe mal eine Frage. Wir suchen für einen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Rom ein Haus, was in diesem Bereich liegen soll. Einfach mal anrufen, wenn jemand anbietet. Kaltakquise nennt er das. Hallo Frau Krüger. Hallo. Hallo. Guten Tag. Und wenn's klappt, hat Dirk Wohltorf einige Treffen später gleich Leute im Schlepp, die ein Haus suchen zum Kauf. Und vom Eingangsbereich. Wohltorf hat beste Referenzen und gilt als Nachwuchshoffnung der Berliner Immobilienbranche. Hier wohnte 30 Jahre lang Frau Krüger mit ihrem Mann. Nun, da er nicht mehr lebt, ist ihr das Haus in Berlin-Frohnau zu groß geworden. Kann man es vielleicht ein bisschen heller machen? Ich denke, etwas heller. Ein Fall wie geschaffen für Wohltorf. Er kennt die Lage, weiß um die Bodenpreise. Seine neue Kundin kann damit rechnen, noch in diesem Jahr hier raus zu sein. Und hier haben Sie dann nach Südwesten ausgerichtet. Ein Makler korrekt wie aus dem Lehrbuch. Meist weiß er sofort, wenn jemand zu teuer verkaufen will. Warum? War Ihre erste Preisvorstellung realistisch? Sagen wir mal, nein. Nein, sie war ein bisschen höher und Herr Wohltorf hat mich auf die Sache, den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Geht Frau Krüger runter mit dem Preis, kann sie schneller verkaufen. Aber Wohltorf muss beide Parteien in Balance halten. Fingerspitzengefühl braucht er, damit ihm keiner noch abspringt. Na klar, sind wir auch frustriert. Wenn wir die vierte Besichtigung mit dem Interessenten machen, der sagt, er will die unbedingt haben, und dann hakt es nachher an wirklichen Kleinigkeiten, ne, weil sich der Verkäufer und der Käufer dann doch nicht verstehen. Oder ein Käufer, der kommt dann doch irgendwie einen Tag vor dem Notartermin auf die Idee, dass er das Haus nicht haben möchte. Türöffner Wohltorf, erst 30 Jahre alt, anderthalb Jahre Zusatzstudium als Immobilienökonom, seit 3 Jahren im Geschäft. Zuerst einfach mal in den Wohnbereich. Man kommt vom Flur in alle Räume. Sie wollen nicht kaufen, sondern mieten. Kleine Fische vermeintlich. Aber manchmal ähnlicher Aufwand für ihn wie für einen Käufer. Aber ein kluger Makler kalkuliert anders. Wenn man den Mietern auch mal vorrechnet, wie hoch ist eure Belastung als Miete mit den Nebenkosten und wie hoch könnte sie sein, wenn man was finanziert, dann kommt man ja häufig in die gleiche Gegend von der monatlichen Belastung. Und da muss man dann einfach mal nachdenken und sich ganz intensiv zusammensetzen, vielleicht auch unter dem Aspekt Eigenheimzulage. Bis Ende des Jahres ist sie garantiert.
Mieter als potenzielle Käufer. Wohltorf praktiziert das Wohlfühlprogramm für beiderlei Kundschaft. Das spricht sich rum. Er kutschiert sie durch die Wohnlage, ist manchmal auch Fremdenführer und Einkaufsberater. Sicherlich prickelt das dann auch mal, wenn man eine Villa vermittelt hat und dann ordentliche Provision in Aussicht gestellt bekommt. Dann macht das natürlich umso mehr Spaß. Aber oft muss er das Geld zum Kauf selbst erst beschaffen und damit sein eigenes Salär. Also 6% des Kaufpreises zahlt der Käufer. Banktermin. Kaufpreis sind 518.000 Euro. Genau. Wir kriegen das also für 490 hin. Wir haben mit der Eigentümerin gesprochen. Für 490 macht die mit. Wie gesagt, knapp 100.000 Euro Eigenkapital. Noch ein Weg, das Katasteramt. Vielleicht wollen seine Interessenten ja auch lieber bauen auf Frau Krügers Boden. Dann bräuchte das Grundstück eine Teilung. Ob das möglich ist, verrät ihm der Blick in die Flurzeichnungen des Katasteramtes Frohnau. Weiter gerade gehen und dann haben wir auch wieder ein schön geschnittenes Grundstück. Wohltorf hat zum nächsten Termin auch einen Architekten dabei für eventuelle Umbauwünsche der Käufer. Service als Mittel gegen die deutsche Immobilienflaute. Also die Immobilienpreise, speziell in Berlin, sind auf einem relativ stabilen Niveau jetzt angekommen, mit Perspektive nach oben. Ein guter Grund, in Berlin zu kaufen. Ja, also sie sind eigentlich unten. Ja, schon wieder ein Stück nach oben gegangen. Auch das, wenn man die Statistik nimmt, deutet noch auf ein Sinken der Preise. Wie es Berlins Chefbodenbewerter bei Wohltorf. Er meint, niedrige Einheitsbodenpreise in den Stadtbezirken seien statistisch zu rechtfertigen. Hier widerspricht Wohltorf ausnahmsweise. Amtlich verbriefte Niedriglimits kann er für Frohnau nicht teilen. Wohltorf als Lobbyist in eigener Sache. Hier am Stadtrand zum Beispiel hatte er Bieter über dem Einheitspreis. Aber die Nachfrage ist so nachhaltig, dass sich das Grundstück wahrscheinlich noch ein zweites und ein drittes Mal ähnlich verkauft hätte. Es gilt das Prinzip, die Dummheit des einen ist der Vorteil des anderen. Ministerialbeamte, Rechtsanwälte, Leute ohne Zeit und Marktkenntnis. Für sie machen Wohltorfs 20 Leute auch gleich den Umzug mit. Er selbst würde niemals mieten. Aber ein Mieter kann schnell zum Käufer werden. Spätestens dann ist der lukrative Fall komplett.